Freunde, willkommen zum ersten Part des Let's Plays zu Pokémon Strahlender Diamant Nuzlocke Challenge. Ich glaube, das sagt alles. Mal wieder ein neues Let's Play, mal wieder eine neue Nuzlocke und neue Pokémon-Spiele. Wir starten rein, ich habe mega Bock. Auf Twitch wird das Ganze gestreamt. Falls ihr Bock habt, checkt das Ganze ab. Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, let's go. Unser Abenteuer startet hier erstmal in der Auswahl der Sprachen. Und ich würde sagen, wir machen ganz klassisch erstmal Italiano. Wäre vielleicht witzig, das auch mal Italienisch zu spielen, aber wir bleiben hier erstmal Oldschool-Deutsch und packen das an. Let's go, ey. Grüß dich, es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Der gute Eibe ist hier am Start. Die meisten nennen mich nur einfach Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und da haben wir einmal einen Faxo. Und diese Cutscene sieht schon mal ziemlich cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Finde ich schon nice. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf oder ein und stärken so ein Band, das sie verbindet. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Das ist halt der Classic-Prolog. Den brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt haben. Ich hätte so gern Ho-Oh gehabt, aber die Kombination von Lugia und den drei Legendären. Ich habe keine Ahnung, Bubble. Ich gehe ultra blind rein. Ich habe keine Ahnung von den Leaks. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Ich habe mega Bock. Aber wir haben hier eine kleine Charakterisierung, die wir sonst nicht haben. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und zwar haben wir hier halt auch eine blonde Lucia können wir haben. Oder halt auch eine Lucia mit etwas, ich sag mal, gebräunteren Haar. Ja, ich würde sagen, wollen wir den Classic, okay, erstmal Frage an den Chat. Wollen wir Junge oder Mädchen nehmen? Das ist die Frage, die ich euch jetzt erstmal stelle. Eigentlich müssen wir das Mädel nehmen, weil Lucia ist schon eine Feine. Okay, ihr seid für Mädel. Nehmen wir die mit braunen Haaren, schwarz oder blond? Ich wäre, glaube ich, für Duskgirl. Ich finde, die spricht mich gerade am meisten an. Okay, wie wollen wir sie nennen? Serra? Sollen wir sie Serra nennen? Wir nennen sie Serra. Serra ist ein guter Name. Serra ist richtig, oder? Jo, Serra passt, Alter. Verstehe, Serra. Heißt du also? Ja, das habe ich gerade gesagt. Das ist ein aber schöner Name. Das haben wir auch gerade schon gesagt. Sonst haben wir den Jungen hier, der junge Mann hier. Ja, ja, wer ist das? Verrätst du mir auch seinen Namen? Lutz. Er heißt einfach Lutz. Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir den Boy? Wie nennen wir unseren Rivalen? Haben wir einen Rivalen? Habe ich irgendeinen Gegner? Hans. Hans ist der perfekte Name. Wir können ihn Golrak nennen. Let's go, Alter. Ich nenne ihn Golrak. Zedda, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Let's go, Alter. Ich hab Bock, ey. Ich hab sowas von Bock. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen. Ich wusste gar nicht, was partout heißt, Alter. Ich bin's, der English Master auf Disaster. Und unser Charakter sieht sehr cute aus. Chibi-Look, mag ich. Und für Leute, die jetzt sagen, Zeru, ich mag die Chibi-Optik nicht. Pokémon war 20 Jahre gefühlt nur Chibi. Jetzt kommen ja die Leute, die mir Englisch hier vorwerfen. Alter, ich kann kein Englisch, lasst mich. Lasst mich, Alter, ey. Rotes Gyarados, absolut insane halt. Naja, finde ich cool, dass sie es nochmal hier gefeatured haben. Zu diesem Sprung zu der Johto-Region. Extrem geil. Ach, du Heilige. Wie glatt poliert hier alles ist, ey. Das sieht ja aus, ich kann mich selbst drin spiegeln. Das ist eine schöne Optik. Bisher, I like. Geh mal die Treppen runter. Der gebodete Boden, Alter, ey. Unsere Mutti, ey. Die hat kein einziges Pokémon für uns gefangen, aber dafür den Boden 20 Mal gebonert. Zerra, Golrak! War eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend. Ja, der will Stonks. Golrak will immer Stonks. Ihr kennt's doch, Alter. Auch hier ein sehr schönes Detail, sag ich mal, mit dem Fernseher halt, ne? Hier werden Wettbewerbe abgespielt. Na, das ist cool. Wenn sich das noch hier irgendwie bewegen würde, so animationsmäßig, ne? Also, jetzt nicht nur Licht an, Licht aus, sondern dass die Pokémon sich da bewegen, dann wäre ich sehr impressed gewesen. Noch etwas, halte dich vom hohen Gras fern. Alter, ey, Leute. Haltet euch vom hohen Gras fern. Das ist ganz gefährlich. Kriegt ihr doch rote Augen und alles. Nicht gut für euch, nicht gut für euch. Trinkspiel bei jedem Golrak einen Sip nehmen. Alter, hör mal auf hier, Alter, ey. Aber das sieht sehr oldschool aus. Ja, auch schon mit der Reflexion im Wasser. Dann ist hier der etwas fülligere Mann. Mein lieber Scholli, die Wissenschaft kennt keine Grenzen, Alter. Ich meine, du kannst jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Das ist völlig drahtlos. Alter, was ein Drahtesel.
Auch die Animation, wenn sie läuft. Ich bin da, was das angeht, wirklich. Ich habe echt nicht viele Trailer gesehen halt. Ne? Und wenn ich Trailer gesehen habe, habe ich es euch halt auch gezeigt. Ne? Also. Bam, da ist er. Rums, der Golrak-Junge. Die geilste Film ever, Alter, im ganzen Spiel. Was, wie? Hey, ey, Serra, was geht, Alter, ey? Ich gehe zum See. Du auch? Boah, wartest du noch bei dich? Zack, zack. Ich stelle dir 1 Million Rechnung. Sheesh. Einfach verschuldet jetzt. Einfach verschuldet jetzt. Ah, ich habe was vergessen. Jetzt holt er sein Rechnungsbuch raus und stellt uns das wirklich in Rechnung, Alter. Ich sehe es schon. I see that. Fake Gary Haare. Na, ich würde nicht sagen, dass es Fake Gary Haare sind. So, da haben wir. Ich nehme besser auch meinen Beutel und Abenteuernotizen mit, okay? Jetzt kommt wieder die Musik. So eine geile Theme, oder? Ich fühle sie so krass halt, ne? Los, nichts wie auf zum See. Let's go, Alter. Ich trödel nicht rum. 10 Millionen Strafe. Alter, was ist denn los mit dem? So, raus aus dem Haus. Wir sind wieder hier in Zweiblattdorf, müsste es sein, wenn meine Facecam da drüber ist. Ich sehe es nicht. Wen haben wir hier? Hallo, Serra. Suchst du Golrak? Stellt euch vor, man kann den Glurak drin fangen im Spiel. Ja, dann wäre es eines der besten Games aller Zeiten. Weil Glurak alles verbessert. Sieht man ja. Mega Glurak, VMAX Glurak. Alles gleich bessere Spiele, Kappa. Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, suche nach dem roten Garados. Alter, lass uns jetzt auch zu dem See gehen, aber zu dem richtigen See des Zorns und das Garados fangen. Das wäre meine Idee. Achso, ich kann jetzt laufen. Ich dachte, das sagt noch was. Tatsächlich, wir können los, Alter, ey. Alter, seht ihr das? Er teleportiert sich einfach durch uns durch, ey. So wie so Son Goku, ey. Bitum, bitum, bitum. Sehr geil. Auch die Routenschilder gefallen mir sehr. Ich bin sehr gespannt, wie das Shiny Hunting sein wird. Ich habe schon ein paar Tutorials gesehen auf YouTube, die noch ein bisschen schwammig waren. Aber das wird sich in den nächsten Tagen erst alles herausstellen, wie das Ganze funktioniert und was man alles machen kann. Aber da gucken wir einfach mal, ey. Das Update mit Naruto ist echt wild. Glaube ich, Alter, glaube ich. Kann mir vorstellen, dass es super cool ist. Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Hm, da muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als früher, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Ach ja, by the way, für alle Leute, die es nicht wissen, Alter, wir spielen einen Nuzlocke. Das heißt, mehr oder weniger, wir dürfen nur das erste Pokémon auf einer Route fangen und Pokémon, die halt sterben sollten bei uns im Team, landen auf dem PC. Für immer. Und wir dürfen sie nicht mehr benutzen. Ja, das ist die Nuzlocke. Wir werden das machen. Ich dachte mir, es wäre ganz cool, zu einem neuen Game das mal auszuprobieren, je nachdem, wenn sie was großartig geändert haben auf den Routen. Aber ich denke mal, vieles wird so geblieben sein wie damals. Aber man muss sagen, die Sinnoh-Region ist eine Region, die sehr viele coole Pokémon hat, ne? Also wirklich sehr viele coole Pokémon. Und was? Also hier der Lucian, der denkt halt auch, er wäre der Allergeilste. Sorry, Leute, wir müssen hier durch. Wir gehen jetzt hier ohne Pokémon ins hohe Gras rein, sage ich dir, Junge. Dann kriegen wir ganz schnell Pokémon. Let's go, gar kein Problem für uns. So. Alter, das ist eine super coole Animation, auch wenn man durchs Gras geht. Ey, ein Koffer. Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Erstmal ausrauben, let's go, Alter. Wir könnten ihn hinzu vorbeibringen. Aber ja, wir können auch einfach... Okay, das ist jetzt Selbstverteidigung, würde ich sagen, Alter. Jetzt, wo wir angegriffen werden, ey. Okay, was jetzt? Schreien in den Koffer und Pokémon nehmen. So, wir haben hier 3 Pokémon zur Auswahl. Wir haben Schillast, Winziglaub, Panflam, den Schimpanse und Plinfa, der Pinguin. Piplup, Plinfa, Panflam, Plinfa, Plinfa, Plinfa. Ihr seid alle für Plinfa? Ihr seid alle für Plinfa? Holy shit, Alter. Also, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich werde euch nochmal kurz erzählen, warum ich das Pokémon nehme, was ich nehmen möchte. Eigentlich wollte ich halt das Pokémon nehmen, was ihr wählt. Aber das Ding ist, ihr wählt alle Plinfa. Und das Ding ist mit Plinfa. Plinfa war mein allererstes Pokémon damals in meinem ersten Playthrough der 4. Generation. Es ist für mich ein bisschen Geschichte. Und deswegen werde ich Plinfa nehmen. Plinfa ist nicht das stärkste Pokémon. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber es ist ein herzlich gutes Pokémon. Das müssen wir an der Stelle sagen. Let's go, Alter, ey. Jetzt Shiny, let's go. Okay, das ist kein Shiny Plinfa. Einfach Soft Resetten, einfach Soft Resetten. Lass mal ein bisschen klapsen hier. Sehr schönes Layout, muss ich auch sagen halt. Also das Kampflayout gefällt mir. Das ist ein schönes Kampflayout. So, wir machen nochmal den Klapsi. Aber ich finde das Layout tatsächlich sehr geil. Vor allem, es wirkt halt sehr oldschool. Es wirkt wirklich sehr oldschool. Vor allem mit den Rändern an der Seite, beim Rand.
Ja, hier kann man... Zero, man kann das Gameplay nicht sehen. Ja, da, guck mal, wir haben Plinfa. Cool, oder? Oh Mann, ey. Zu leise noch? Nee, ich find's tatsächlich in Ordnung, so wie es ist. Ich sehe gerade zum ersten Mal, wie Pfund auf Deutsch heißt. Heißt es nicht Euro? Der Scherzkeks, Alter, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall den Koffer. Ach, was soll das, Alter, ey? Ihr habt etwa 2 Pokémon da eingesetzt raus? Jetzt gibt's eine fette Anzeige. Jetzt kriegen wir wirklich die Strafanzeige mit 100 Millionen, Alter, ey. Der haut einfach ab, der snitcht jetzt. Der ist ein richtiger Randall, wie aus große Pause, ich sag's euch. Was sollte das denn jetzt? Das frage ich mich auch, Alter, ey. Zerra, lass uns erstmal von hier verschwinden. Das ist eine gute Sache. Wir sollen erstmal abhauen, würde ich sagen. Boah, das sieht so cool aus, ey. Das Ding ist halt, es ist alles relativ neu und deswegen bin ich halt sehr geflasht von den Optiken, also das heißt von der Grafik und allem, was dazugehört. Und ich finde es sehr, sehr cool. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich mag es sehr. Vor allem auch hier das Teleporten. Wir haben Pokémon eingesetzt. Ja, so ist das halt, ne? Lucius, sie geht zurück ins Balboa. Hau ab, ey. Kleine Snitch. Jawohl, Professor. Warten Sie auf mich. Schaut am besten mal bei uns im Labor vorbei. Bis denn. Jetzt schenken Sie uns die Pokémon nämlich. Jetzt sind es nämlich so, weil wir gesagt haben, yo, wir haben das gemacht, weil wir halt angegriffen wurden, Alter. Wir konnten es nicht anders wehren. Anders ging's nicht. Komm, Zara. Okay, wohin? Erstmal zu Mutti, Alter. Was hat die für einen Kopf, ey? Der ist ja kugelrund. Alter, wir haben Plätzchen da. Das ist auch ein... Ist nett. Mensch, das ist ja kaum zu glauben, ey. Was euch da passiert ist, ey. Aber Hauptsache, du und Golrak seid wohl auf. Ich hätte gerne Golrak als Starter-Pokémon. Wir können auch gerne, wenn wir das Spiel mal durch haben, eine Randomizer-Nuzlocke oder sowas machen mal. Das wäre tatsächlich, glaube ich, mal was ganz, ganz anderes. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare oder in den Chat reinschreiben, ob ihr darauf Interesse habt, ey. So, wir müssen nach Sand Geme. Da ist nämlich der gute Professor. Und da können wir jetzt auch hintreten mit den Turbo-Tretern. Let's go. Perfekt für Kinder erstmal den Wald rennen und den allerersten Koffer, den man findet, öffnen und Inhalt rausnehmen. Perfekt. Macht man das nicht so? So, wie schnell sind wir denn? Alter, wir sind gut schnell. Wir sind gut schnell mit den Turbo-Tretern. I like that. So, was willst du von mir? Oh, ein Pokémon. Ihr beide gebt ein gutes Team ab. Sehr schönes Interface. So, gucken, was haben wir für ein Wesen denn bitte? Da haben wir es. Ein Solo-Wesen. Solo müsste neutral sein, wenn ich mich nicht recht irre. Nee, ist Angriff plus. Angriff plus ist fein. Ja, ist okay. Ist okay. Gibt Schlechteres, sag ich mal. Natürlich sind wir physisch eigentlich gut aufgestellt, aber jetzt mit Minuswesen. Na, mag scharfes Essen. Ich auch. Und prügelt sich gern. Das heißt, gute, das sind auch wieder Attack-EVs. Das ist nice. Das mag ich. Aber was ist dieses Heilen? Einfach, ach so, für Items. Das ist auch eine coole Neuerung, sage ich mal, dass man hier auf Heilen klicken kann. Da kann man gleich die Heil-Items geben und ein Item zum Geben, halt ganz normal. Impionia hat nur Spezialangriffe. Ja, ich weiß, aber es gibt trotzdem sowas wie Wasserdüse oder sowas, was man vielleicht noch irgendwie per Move-Tutor oder... Ich weiß gar nicht, ob er es erlernen kann. Auf jeden Fall waren am Anfang sehr viele physische Moves. Wir kriegen ja auch Pack und ich glaube Metallklaue kriegen wir auch. Das ist gar nicht so bad deswegen. Also ich bin damit relativ zufrieden. So, die Nuzlocke zählt hier natürlich noch nicht, erst wenn wir Pokébälle haben. Dementsprechend können wir noch hier ganz entspannt durchgehen. Und wir holen uns erstmal natürlich hier den Spitznamen ab von unserem Pokémon an sich. So, hier ist das Pokémon Labor und da kommt schon wieder der Rumpste raus, Alter. Was zum? Ah, du bist es, Sarah. Ah ja, dieser alte Typ da, ne? Richtig komischer Kerl, ich mach mich vom Acker. Hauste rein, Alter. Hauste rein. Warum ist bei mir eigentlich Nacht? Auf was habe ich meine Switch gestellt? Wir haben einfach Nacht bei mir. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, ey. Winterzeit, das kann auch sein, ey. Cam bitte oben rechts. Das ist nicht möglich, weil das ein Layout ist, Kinder. Eventuell kann ich es zum nächsten Stream machen. Aber das kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich kann die Sprache ändern. Also ich kann hier auf Espanol, nochmal Italiano oder die Netherlands. Das kann ich machen, aber ich kann nichts anderes machen. Ich würde sagen, wie nennen wir unser Plinfa? Ich brauche einen coolen Spitznamen für unseren Plinfa-Boy. Ha! Und Cam oben rechts wäre blöd, weil da die gegnerischen KP sind. Present LP hat gesprochen. Der Present LP, der hat mir dieses Layout halt auch gemacht. Der hat sich schon was dabei gedacht. Wisst ihr? Der ist nicht nur smart, der ist nicht nur sexy, der ist auch gut aussehend. Present. Schaut gerne bei ihm vorbei, er streamt heute auch. Ihr wisst Bescheid, Alter, ihr wisst Bescheid. Okay, wie nennen wir ihn? Wie nennen wir den Jungen?
Ich kann... Oh, ich nenne ihn Present. Wenn ich schon davon spreche, wie gut aussehend und hot der Junge ist, dann nennen wir den Jungen einfach Present. Er ist sogar männlich. Selbst wenn er jetzt weiblich gewesen wäre, hätte ich ihn trotzdem Present genannt. Weil Present halt auch ein süßes Girl abgeben würde, muss man an der Stelle sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spitznamen. Und Golrak ist auch zufrieden. Okay, wir kriegen jetzt Plinfa tatsächlich geschenkt, obwohl wir es schon in unserem Besitz hatten. Ich bin erleichtert, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte ich es dir auch nicht gegeben, Alter. Ich sag euch, der Lucius, der gönnt uns nichts. Der gönnt uns einfach gar nichts, der Junge, ey. Ist der Final Boss im ganzen Game. Wie er mit dem Kopf da auf und ab nickt, ey. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Ja, wir machen den Pokédex voll, alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Junge. Machen wir. Ich bin damit einverstanden. Pokédex. Easy. Easy, sage ich euch. Gar kein Problem für uns, Chat. Auf 201 sollen wir gehen. Das 201 hat eine sehr coole Theme, kann ich euch sagen. Das wird sehr cool. Bei Plinfa getroffen am 29.11. habe ich was verpasst. Habe ich gesagt, dass ich eventuell der Time Traveler in Animal Crossing bin? Ah, Chat, wir haben doch alle den 19.11. da gelesen, oder? Wir haben doch alle da den 19.11. gelesen, oder? War doch nicht 29. oder? Müssen wir nochmal gucken? Steht doch nicht, oder? Das ist eine 1. Das ist eine 1. Gar kein Problem. Gar kein Problem, sag ich dir. Ich bin einfach mit Dialga durch die Zeit schon gesprungen. So sieht's aus. Jetzt soll noch ein Video auf YouTube hoch. Yes! Kommen heute zwei Parts noch online. Freut euch. Vielleicht sogar drei. Gucken wir mal. Die Teleports mit Golrak sind schuld. Ich sag euch, ich hab damit die Zeit manipuliert, ey. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist der Pokémon Center. Ach, wirklich? Wow, danke. Dieses Gebäude mit dem blauen Dach ist ein Supermarkt. Wow, geil, danke. Und dieses Gebäude mit dem grünen Dach ist die Spielothek. Hier, rein damit. Erster Eindruck, Zero. Bisher bin ich sehr begeistert, muss ich sagen. Es macht echt Spaß. Mir gefällt auch die Technik dahinter. Es fühlt sich halt an wie ein Pokémon-Spiel. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es darf sich nicht anders anfühlen, weil es ja kein Spiel von Game Freak ist. Das Spiel ist von Ilka. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich hier spiele und mache. So, ich glaube, wir können es auch Rückkehr holen, wenn wir das nicht schon bekommen haben. Und die Nuzlocke geht jetzt halt auch theoretisch los, ne? Wer bist du denn? Du bist Sarah. Ah ja, stimmt. Cool. So, schauen wir mal hier. Ich rede mit den Leuten natürlich, weil ich mich vorstellen möchte und nicht, weil ich irgendwas umsonst haben möchte. Sollte klar sein, oder? Ja, wie komme ich denn voran gerade hier, mein Bruder? Zwei Pokémon gesehen. Halte Ausschau nach Pokémon im hohen Gras. Machen wir, Chef. Machen wir. Haben wir Autosave? Habt ihr das gerade gesehen? Wartet, wir haben Autosave, oder? Speichervorgang, tatsächlich. Wir haben tatsächlich Autosave in dem Spiel. Finde ich jetzt nicht schlimm. Könnte für Shiny Hands eventuell böse sein. Muss man sich dann halt so anstellen, dass man halt kein Auto... Mein Spiel spielt verrückt, Alter. Lass mal ein bisschen was holen hier, ey. Wir spielen eine Nuzlocke, dementsprechend brauchen wir hier ein bisschen was. Lass mal ein Gegengift noch mitnehmen, obwohl wir haben einen. Ich habe 13 gekauft, weil er mein scheiß Controller im Wackelkontakt. Deswegen habe ich jetzt 13 Gegengift. Wow. Wow. Danke für nichts, Spiel. Aber hey, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall noch, bevor wir hier diesen ersten Part beenden werden, mehr oder weniger, werden wir noch ein Pokémon fangen, ne? Also das muss halt gemacht werden. Pokémon fangen ist ja Classic. Und ich weiß nicht, was es hier gibt. Ich hoffe, hier gibt es einen Staralili. Staralili wäre sehr, sehr crazy. Ich glaube, Bidiza gibt es hier. Aber wir gucken mal. Oh, sehr coole Animation. Und unser erstes Pokémon wird ein Staralili. Sehr nice. Später einen Staraptor zu haben, ist sehr cool. Wenn es Bedroher hat, auch sehr nice. Level 3. Männlich. Sehr geil. Gehen wir einen Klaps auf den Po. Let's go. Present. Nicer Dicer. Heuler. Man kann aber ausmachen. Es gibt auch einen MP-Teiler. Gucken wir uns gleich mal an, ne? Ich hoffe. Also gerade am Anfang wäre es sehr cool gewesen. Knossi mit Giftdorn kann uns richtig gefährlich werden. Ich hoffe nicht, Alter. So. Easy peasy. Schmeißen wir Pokéball. Let's go, der Hase. Was soll der Geiz? Eins.
2, 3. Easy peasy. Staralili wurde gefangen. So. Staralili, wie nennen wir den ganzen Jungen jetzt? Ich wäre bei dem Namen Karakiri. Wäre Karakiri cool? Oder heißt es Harakiri? Ich glaube, es heißt Harakiri, ne? Oh ne, das heißt Selbstmord. Lass mal nicht Harakiri denn. What the fuck? Lass sie mal bitte anders nennen. Ja, nimm den Elvis, Alter, ey. I'm the king of rock and roll. So, besser als Harakiri, auf jeden Fall jetzt der Elvis. Wir schauen rein, was Elvis für ein Wesen hat, weil das wäre, to be honest, sehr wichtig. Frosch. Ne, Forsch, nicht Frosch. Forsch. Es gibt kein Froschwesen. Ja, ist auch nicht so geil, ne? Init Minus, das ist jetzt... fünf Flug-Pokémon nicht unbedingt schlimm, weil der schnell ist. Aber, ja, gibt halt geilere Wesen, ne? Ja, gut. Donnerwetter, alter Zero, du bist ja unglaublich. Hier hast du Abenteuernotizen von mir. Danke, Mama. Kuss geht raus. Keine Sorge, mach dich mal hier vom Acker jetzt ein bisschen, ne? Hier werden alle deine Infos gezeichnet. Ist es nicht, wenn man das Spiel nochmal anfängt, dass dann immer wieder diese Tagebuchfunktion kommt? Ich finde die sehr cool, to be honest. Kenai, gute Ability. Ist tatsächlich gar nicht so bad am Anfang. Wir haben unsere Mütze jetzt auch bekommen. Sehr cool. Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Süß. Jetzt sehen wir auch wirklich aus wie Lucia. Perfection, sage ich euch. Perfection. Alrighty, guys. Wollen wir noch ein Pokémon mitnehmen? Wollen wir noch ein Pokémon mitnehmen? Hier im ersten Part, also viele Leute auf YouTube. Wir sind den ganzen Tag hier im Stream. Falls ihr aktuell sein wollt, könnt ihr natürlich auch auf YouTube die Parts gucken. Weil heute kommt auf jeden Fall noch ein Part. Weil, yo, es ist Release Day. Ich glaube, ihr habt Bock. Und ich glaube, zur Feier des Tages kann man das easy machen. Wir spielen mit Dupsclaws. Ja, also ich darf halt nur ein Pokémon von jeder Sorte fangen. Das heißt, wenn Staralili kommt, dürfen wir es nicht fangen. Aber wir gehen jetzt hier mal rein und ich würde sagen, wir holen nochmal ein Pokémon. Und schau mal, was wir hier bekommen werden. Let's go! Kein Bidiza. Aber es kann nur Bidiza oder Staralili, glaube ich, kommen. Was gibt's denn sonst noch hier? Gibt's noch andere Pokémon hier vorne am See? Luxak gibt's ja erst in dem Gras später, sage ich mal. Das heißt, auf der nächsten Route nach Sand gehe. Das will ich auf jeden Fall haben. Aber Shinox, gibt's hier noch was anderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt hier wirklich nur Staralili und Bidiza. Und weil wir das Pokémon schon gefangen haben, dürfen wir es natürlich besiegen halt, ne? Und okay, wir sind Levelaufstieg, Level 6 mit Present und wieder ein Aquaknarre. Ist nice, ist nice, ist nice, ist nice. Let the go. Okay, und damit haben wir den Almighty God Bidiza. Wow. Und mit diesem göttlichen Pokémon würde ich sagen, können wir auf jeden Fall leben. Es ist Level 6, Level 6, ja moin, wir sind Level 6, er ist Level 4. Oh, meine Aquaknarre. Animation sieht auch nice aus. Mhm. So, wir machen... Machen wir einen Klaps? Machen wir keinen Klaps? Ach, der Junge, den können wir auch so fangen. Auch das Schnellmenü sehr cool auswählbar per dem Joy-Con. Ich werde das Ganze auch noch mit dem Pro-Controller spielen und dann kann ich euch auch grob sagen. Aber bisher fühlt sich das mit den Joy-Cons auch sehr gut an. Nice. Du. Jawohl, Bidiza ist gefangen und... Krotos hat schon reingeschrieben, wir nennen das Ding auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieses Ding ein Gott ist. Ist dieses Ding ein Gott? Also wenn Arceus Legend rauskommt, dann möchte ich ganz gerne dieses Pokémon auf dem Cover haben. Und ich würde sagen, viele Leute auf YouTube, wir werden hier den ersten Part beenden. Part 2 kommt heute noch online, lasst gerne ein Däumchen da. Und ja, falls ihr live dabei sein wollt, folgt gerne rein auf Twitch. Checkt gerne den Merch-Shop aus. Mehr kann ich nicht sagen. Kuss geht raus an Leute, die hier am Start sind.